Hallo, grüß Gott, willkommen. Es ist wieder Zeit für Live, Insta Live. Heute geht es um unseren Wald. Und dazu habe ich einen Experten eingeladen. Das ist der Carsten Träger aus Fürth. Und der Carsten wird auch gleich hier auf diesem Bildschirm erscheinen. Und dann wollen wir eine halbe, dreiviertel Stunde uns über den Wald, über die Klimapolitik, über den Waldumbau, aber auch über das Bundesjagdgesetz unterhalten. Was ist wichtiger, Wald oder Wild, oder kann man das überhaupt sagen? Und irgendwann wird gleich der Carsten Träger hier erscheinen. Solange erzähle ich noch irgendwas, um die Zeit zu überbrücken. Ich sehe, es sehen auch schon welche zu, und wer was in den Chat schreiben will, der kann und soll das gerne tun. Und wo ist er denn, der Carsten? Dann wollen wir doch mal suchen. So. Und dann sollte es gleich funktionieren. In den Chat hinein. So, hallo. Oh, Carsten, du bist etwas im Liegen. Oh, sind wir verdreht? Moment, dann muss ich mal versuchen. Ist noch etwas verdreht. Ich versuche das mal. Sieht gut aus. So einfach ist das gar nicht, aber ich versuche das mal nebenbei zu lösen, dieses Thema. Ja, erst einmal hallo, grüß dich. Ich habe gerade erzählt, wir reden heute über den Wald, und ich biete auch an, schreiben Sie was in den Chatraum, in den Kommentar. Ich habe auch schon im Vorfeld einige Briefe bekommen. Und wir haben hier ganz aktive Förster, die haben ihre großen Sorgen mitgeteilt, über die wollen wir auch sprechen. Eine halbe, dreiviertel Stunde. Carsten, du bist ja der umweltpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, sozusagen der oberste Umwelthüter und in der Fraktion. Und von daher bist du der Fachmann in Sachen Wald. Ich selber, ich komme fast aus dem Wald, denn der Spessart ist ein großes Waldgebiet, wo wir sehr, sehr stolz auf unsere Eichen sind, auf die Buchen sind. Und wir haben aber auch durch die ganze Landwirtschaft in den 50er, 60er Jahren, 70er weniger, sehr viel Monokulturen, wo dann Fichtenbestände angebaut worden sind, die es sehr, sehr schwer haben durch den Sekundärschädling. Und wenn ich jetzt so sehe, dass wir ja erst ganz vor kurzem die Waldzustandserhebung bekommen haben, die ja im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gemacht worden ist, dann schreiben die da, ich meine, wir wissen das, dass der Wald krank ist und dass es unserem Wald nicht gut geht, aber dass 4 von 5 Bäumen lichte Kronen haben, und zwar viel lichter wie sonst, dass 79% der Fichten, 80% bei Kiefern und Fichten und auch bei den Buchen sogar 89% betroffen sind. Ja, dann macht mich das ja sehr, sehr sorgenvoll und depressiv. Und es gibt aber schon auch Lichtblicke, gell, Carsten? Ja, Lichtblicke, sagen wir mal so. Wir haben das Problem erkannt und es gibt eine große gemeinsame Auffassung, dass wir daran arbeiten müssen. Also, und dass wir auch daran arbeiten wollen. Und wir haben auch schon die ersten Schritte unternommen. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Probleme schon gelöst sind. Also es ist genauso, wie du gesagt hast, der Waldzustandsbericht, das war schon nochmal ein aufrüttelndes Signal. Also wir wussten, dass die Dürre und die Hitzejahre dem Wald zugesetzt haben. Das war jetzt insofern nicht wirklich neu, aber die Dimension, das Ausmaß ist schon aufrüttelnd und wirklich dramatisch. Also ich wohne ja auch in der Nähe eines zwar kleinen, aber doch noch halbwegs gesunden Waldgebietes hier, der Fürther Stadtwald. Der hat schon seit vielen Jahren, wird da der Waldumbau betrieben, und der ist auch wesentlich resilienter. Und das gilt für den Fürther Stadtwald. Der hat auch schon viele Preise bekommen. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssen beim
bundesweit sozusagen, also deutschlandweit. Wir müssen tatsächlich schauen, dass wir Mischwälder hinbekommen. Dann helfen sich die Bäume ein Stück weit gegenseitig. Sie teilen sich die Nährstoffe, sie schützen sich auch ein Stück weit gegenseitig. Und aber natürlich ist das ein langer, langer Weg, den man da gehen muss. Wir haben ihn ja auch schon bestritten, also es beschritten. Gibt viele moderne Ansätze, die auch in der Waldwirtschaft schon betrieben werden. Dennoch muss man feststellen, dass wir da noch viel zu tun haben. Und wie nochmal, es ist wirklich dramatisch und deswegen hat ja die Politik in den letzten Jahren auch 1,2 Milliarden Euro bereitgestellt. Das ist, finde ich, der richtige Weg. Wir müssen das tun. Und aber nochmal, schnell geht im Wald gar nichts. Ja? Wir sprechen hier immer von Generationenprojekten im Prinzip. Ja, da ist ja auch die Nachhaltigkeit erfunden worden in der Forstwirtschaft vor vielen hundert Jahren auch schon, dass man eben nur das auch entnimmt und rausnimmt aus dem Wald, was wieder nachwächst, damit man sich seiner Grundlage nicht beraubt. Alle die, die gerne in den Wald gehen, die das genießen, die wissen, von was das wir sprechen. Und all diejenigen, die keine Zeit haben oder wo der Wald zu weit weg ist oder weil sie irgendwo in der Stadt unterwegs sind. Für die ist aber auch ganz wichtig zu wissen, dass der Wald die größte Lungenmaschine überhaupt der ganzen Welt ist. Und So ist es. kann man natürlich nicht sagen, na ja, aber schaut nach Brasilien oder sonst wohin. Das muss man schon tun, natürlich. Was die da machen, ist unverantwortbar. Aber bei uns in unseren Wäldern, du sagtest es ja, wir haben viel Geld investiert, sogar glaube ich noch einmal draufgelegt. Ich habe irgendwas von 1,5 Milliarden gelesen. Also Geld ist da und es dauert auch lange. Ich war letztes Jahr bei einem Waldbegang. Wir wurden eingeladen, Carsten. Wir werden das mal im Frühjahr machen. Ich habe gerade mit der Martina Fehlner noch telefoniert. Die ist ja unsere Landtagsabgeordnete für Wald zuständig. Die nehmen wir mit, die Martina, tolle Fachfrau. Und letztes Jahr habe ich mir den Wald in Burgsinn angeschaut. Und da machen die diesen Umbau schon sehr, sehr lange. Wie du sagst, Mischwälder, dann Naturverjüngung. Aber da kommt das Nächste auf bei der Naturverjüngung. Die kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Die haben aber auch große Biotope angelegt, die haben große Regenrückhaltebecken angelegt, weil wir haben zwar zu wenig Regen, aber wenn es regnet, dann regnet es so stark, dass das alles davon schwemmt und macht alles kaputt und kann nicht eindringen. Von daher das Wasser zurückhalten, versickern lassen, Biotope. Es gibt da Schilf mitten auf dem Berg oben, Schilfgebiete mit vielen Arten, also ganz wichtige Geschichte. Aber die Naturverjüngung, also da, wo die Kinderstube der Buchen und der Eichen ist, da freuen sich aber auch ganz toll und lecker die Rehe und die Hirsche drüber. Und jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Punkt, wo schon über Jahrhunderte wahrscheinlich auch immer wieder gestritten worden ist. Die Förster sagen, der Wald ist wichtig und die Jäger sagen, wir brauchen es wild. Ich meine, beides muss miteinander in Symbiose leben. Aber die Lebensgrundlage ist natürlich in erster Linie die Pflanzen. Oder sehe ich das völlig falsch? Und deswegen Nein. haben wir ja im Bayerischen Wald oder im Bayerischen Jagdgesetz Wald vor Wild, oder? Das ist tatsächlich der Punkt. Wir sind gerade dabei, das Bundesjagdgesetz zu verhandeln. Und das ist genau der Konflikt, der aufschlägt bei uns. Ich glaube, wir werden ihn lösen. Der Weg liegt genau da, wo du sagst. Beides hat seine Existenzberechtigung. Natürlich das Wild im Wald, aber auf der anderen Seite eben auch das Ökosystem Wald muss auch funktionieren. Und was zurzeit festzustellen ist, ist, dass wir tatsächlich zu viel Wild im Wald haben und dass tatsächlich die jungen Bäume gar keine Chance haben, groß zu werden. Und in der Situation, in der wir uns befinden, ist es dramatisch.
Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dem Wald geht es nicht gut und deswegen brauchen wir dringend sozusagen Nachwuchs. Und dieser Nachwuchs braucht eine Chance und er ist nun mal ein gefundenes Fressen im wahrsten Sinne des Wortes für das Schalenwild. Und wir müssen gucken, dass wir einen Ausgleich hinbekommen. Also selbstverständlich will niemand über Gebühr Rehe schießen. Das tut mir ja fast weh, das auszusprechen. Aber auf der anderen Seite gibt es keine natürlichen Feinde mehr. Ich sage mal, außer dem Menschen für das Rehwild. Und deswegen müssen wir die jungen Bäume schützen. Und ich glaube, wir finden da einen guten Weg. In Rede steht ein Abschusskorridor. Schreckliches Wort, aber das ist nun mal das, über das wir uns unterhalten. Das heißt, es gibt eine Untergrenze und eine Obergrenze. Und die legen nicht wir fest in Berlin, sondern ganz wichtig, das legen die Behörden hier vor Ort fest. Und zwar die Forstbehörden werden da das entscheidende Wörtchen zu sprechen haben. Und dann, glaube ich, kommt man am Ende beim vernünftigen Weg raus. Regional kann man es am besten einschätzen. Und so stellen wir die Weichen. Das ist zumindest der Weg, der sich abzeichnet. Wir sind noch nicht durch mit den Verhandlungen, aber es gibt eigentlich ein gemeinsames Verständnis mittlerweile in der Koalition. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass das jetzt auch noch über die letzten 2 Wochen tragen wird. Und wenn es denn so sein soll, dann wird in der nächsten Sitzungswoche das dann auch so verabschiedet. Hier kommen ganz viele Zustimmungsherzchen zu dem, was du sagst. Ich will das auch noch einmal verstärken, weil ja oft der Vorwurf im Raum steht, ihr in Berlin beschließt irgendwas, habt keine Ahnung und wir müssen das vor Ort ausbaden. Das ist falsch. Alle die, und wir bekommen ja ganz, ganz viele Briefe, sowas uns schreiben, haben Sorge, aber die Sorge ist nicht berechtigt. Dann müssen sie sich erkundigen. Wir wollen und wir werden auch diese Entscheidung, welches Gleichgewicht da ist, was die Abschusspläne sind, die werden wir dorthin verlegen, wo es auch hingehören, wie du sagst. Einmal in die Länder, aber in die Länder natürlich bis runter in die Kreisebenen. Und deswegen kann man nicht einfach sagen, na, die Berliner machen wieder irgendwas und wissen von nichts. Nein, das ist in der Kreisebene. Und ich erinnere mich ja auch, ich bin ja Stadtrat seit vielen Jahren, wo wir immer wieder darüber debattieren, werden denn die Abschussverpflichtungen erfüllt und kann man das in Birschbezirke mehr oder weniger aufteilen, damit der Jagddruck größer wird. Es gibt ja auch mittlerweile eine große technische Diskussion, aber wir machen heute keine Jagdveranstaltung. Wir machen die Veranstaltung, wie geht's unserem Wald, wo dann Experten kommen und über technische Sachen diskutieren, von Nachtsichtgeräten über Magazine, über Peilsysteme, über. Das soll jetzt heute hier unser Thema nicht sein. Es hat uns zwar eine ganze Menge Briefe auch erreicht, wo es um Hunde geht, die jagen und sich dann irgendwie verlaufen haben, etc., etc. Ich glaube, wichtig noch einmal zu sagen, die Politik hat es längst erkannt, gibt viel Geld, 1,5 Milliarden Euro, du sagst 1,2, je nachdem, wie man rechnet und Was man alles dazu zählt, ja. was man alles dazu zählt. Es wird auch lange dauern und wenn die Gesellschaft, wenn die Menschheit von einem Wald was lernen kann, dann weiß man, ein Wald, der aus Mischwäldern, aus verschiedenen Bäumen besteht, ob das die Eiche, die Buche, die Lärche, die Fichte, die Kirsche, der Ahorn, egal was da die Birke drin ist, der ist resilienter, der ist widerstandsfähiger. Sowas gilt fürs Volk auch, für die Bevölkerung. Da, wo man bunt ist, wird es längerfristig tragbar sein. Aber das einmal philosophisch am Rande. Carsten, wenn man so einen Waldumbau betreibt über lange Zeit, wie kriege ich immer das hin? Haben wir die Zeit eigentlich noch? Oder
Oder ist demnächst alles so kaputt und dann können wir uns das gar nicht mehr vorstellen, wie man sowas aufforstet. Ja, wir müssen. Also ich sehe das tatsächlich, ist ja immer so ein Schimpfwort in der Politik, alternativlos, aber wir haben zur Kenntnis zu nehmen, dass die Sommer heißer und trockener werden. Bei mir geistert das Wort rum von Fränkisch Sahara. Die Niederschlagsmengen in Mittelfranken waren noch nie richtig hoch. Wir sind da sozusagen im Regenschatten der Frankenalb. Aber das, was in den letzten Jahren passiert ist, das ist schon außerordentlich. Ich meine, der Sommer 2020, der war eigentlich, was Niederschläge angeht, bei mir, zumindest in Süddeutschland, glaube ich, ist das insgesamt so gewesen, einigermaßen okay. Aber die Sommer 19 und 18 waren die heißesten und trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und wer das jetzt immer noch in Abrede stellt, dass wir hier einen Klimawandel vor der Haustür haben, dem ist tatsächlich nicht mehr zu helfen. Also, wir müssen handeln. Wir handeln auch an vielen Stellen und ein Teil der Lösung ist der Wald. Also der Wald ist die größte CO2-Senke, die wir in Deutschland haben. Und wir werden mit diesen Senken arbeiten müssen. Und wir haben uns vorgenommen als Politik, dass wir bis zum Jahr 2050, das ist in Klimaäonen gerechnet ein Wimpernschlag, ja, dass wir bis 2050 CO2-neutral sein wollen, klimaneutral. Das heißt, wir wollen zwar durchaus noch schädliche Gase, Quatsch, CO2-Emissionen ausstoßen, aber die müssen gleichzeitig dann wieder durch solche CO2-Senken aufgefangen werden, so dass man am Ende bei Null Emissionen rauskommt. Und da ist der Wald der zentrale Schlüssel. Ich ärgere mich immer drüber, dass die Leute sagen, Mensch, der Markus Söder, der hat da recht mit seinen 30 Millionen Bäumen, die wir jedes Jahr pflanzen. Da sage ich, ja, da hat er recht. Aber 29 Millionen haben wir schon gepflanzt. Also das ist wieder mal so eine Rosttäuscherei unserer Freunde von der CSU. Das eine Millionchen sozusagen hätte jetzt fast gesagt, das kriegen wir ja auch locker hin. Der Weg ist aber trotzdem richtig. Also zu sagen, wir müssen aufforsten, wir brauchen den Wald als Verbündeten und zwar einen gesunden Wald, ohne Frage im Kampf gegen den Klimawandel eine entscheidende Maßnahme. Und wir merken es ja selber, wenn es heiß ist, dann gehen wir in der Freizeit in den Wald, weil da ist kühl. Und das ist jetzt ganz platt, aber ohne Frage, spüren wir da instinktiv, dass da unser Verbündeter ist. Das ist der Wald und deswegen müssen wir auf allen Politikfeldern dafür arbeiten, ne? Dass es besser wird. Da kommen wir dann auch in Fragen, wo wir an Schwierigkeiten, an Grenzen stoßen, Thema Flächenverbrauch. Da sehen unsere Bürgermeister vor Ort das manchmal nicht so eng. Ne? Die sagen, jetzt komm da so ein bisschen das Gewerbegebiet noch arrondieren. Oder hier die Straße, die muss jetzt schon noch sein. Aber wir sind, glaube ich, an einem Punkt, wo wir sagen müssen, das Thema Wald und das Thema Waldverjüngung, also naturnahe Waldverjüngung, das hat jetzt auch mal Priorität. Da müssen andere Dinge zurückstehen. Und eine Chance haben wir ja auch noch, die ist gewaltig. Wenn wir auf klimafreundliche Politik oder klimafreundliche Positionen achten, wir als SPD, dann ist es Bauen mit Holz extrem wichtig. Wenn man bedenkt, was Beton und Steine für Energieverschwendung sind und was Isolation und Nachhaltigkeit und Wiederverwertbarkeit, was das bedeutet. Also Holzhäuser sind die Zukunft. Bauen mit Holz, das wird ja auch, und das ist jetzt fast ein Geheimnis, aber wir sind ja unter uns, demnächst auch noch einmal ein großes Förderprogramm geben, dass dieses Bauen mit Holz auch noch einmal deutlich gefördert wird. Es macht total Sinn. Und wer in so einem Holzhaus schon einmal war oder gar eins hat, der weiß, wie ausgleichend das auch ist. Ausgleichend im Winter, ausgleichend im Sommer. Und das auch noch mit der Wärmepumpe zum Beispiel versehen, dann denke ich mal, sind das neue Schritte. Und es kommt von zu Hause, von der Heimat. Man muss das nicht, weiß Gott, woher karren. Also von daher ein wichtiger Punkt.
In vielerlei Hinsicht richtig. Also du hast, wie gesagt, den Wald als Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel. Du musst natürlich dafür sorgen, dass das Holz dann nicht verschürt wird. Ne? Also, Oh, da haben wir. Nein, nein, nein. ja, doch. Das Weil müssen wir der, ausdiskutieren. Das müssen naja. wir aus. Ich mache immer Brennholz, Carsten. Ja, das ist zumindest was CO2-Bilanz angeht, nicht besonders der Weg der Wahl. Der Wald, der Baum speichert CO2 bei der Photosynthese, das wissen wir, der ist praktisch sowas wie ja, ein Luftfilter, ja, und setzt den um in Sauerstoff. So weit, so gut. Wenn du allerdings das Holz dann wieder verbrennst, dann setzt du natürlich all das gespeicherte CO2 frei. Ich weiß, dass das nicht gerne gehört wird, also auch nicht. Aber das ist so. Wenn du mit Holz baust, dann bleibt das CO2 gebunden. Dann setzt du ja den Baustoff Holz langlebig ein. Gibt einige, die sagen, ja, mei, aber so ein Holzhaus, das hält ja nicht so lang wie ein Steinhaus. Das ist, was die Materialien angeht, richtig. Aber ich erinnere an unsere Autobahnbrücken. In den 60er Jahren gebaut, Stahlbeton für die Ewigkeit. Und jetzt, wenn du das anschaust, frag mal die Kommunalpolitiker, die zerbröseln dir unter den Händen. Die müssen Stück für Stück saniert werden, energieaufwendig. Und die Ewigkeit war ganz schön kurz, was den Stahlbeton der Autobahnbrücken angeht. Und wir sehen es auch, dass Bauen mit Holz modern ist. Die Häuser, die jetzt gebaut werden, werden nicht mehr so wie die Ritterburgen für die Ewigkeit gebaut, sondern sie haben tatsächlich eine begrenzte Lebensdauer in der Planung, weil man sagt, mal in 50 Jahren oder in 70 Jahren, wer weiß, was dann modern ist, was dann die Leute wollen. Wir bauen jetzt gerade nicht mehr für 300 Jahre, für 400 Jahre, sondern wir bauen jetzt eben mit einem kürzeren Fokus und dann eben auch mit Holz, mit nachhaltigen Materialien. Also wir gucken ins Jetzt und nicht so weit in die Zukunft. Das ist der Trend, der, glaube ich, der gerade in der Bauindustrie Riesenerfolge feiert. Und ich habe von einem Pilotprojekt in Stuttgart gehört, wo die ihr ganzes Mietshochhaus aus Holz bauen. Also es ist nicht nur was für die Eigenheimler, sondern durchaus auch für den groß angelegten Geschosswohnungsbau, so heißt Ja, das, ich glaube ich. glaube, 6 Etagen kann man schon statisch mit Holz bauen und vielleicht sogar auch schon mehr. Ja, wir müssen mal bei einer anderen Gelegenheit das mit dem Brennholz noch ausdiskutieren. Bei uns im Spessart hat jeder eine Motorsäge, vielleicht auch zwei Motorsägen. Und wenn irgendwo natürlich ein Baum als Furnier oder als Bretter für das Sägewerk gemacht wird, dann gibt es ja Kronen, es gibt Äste, die Das werden stimmt. aufgearbeitet, die werden mit heimgenommen, die werden natürlich auch verschürt, optimal getrocknet natürlich. Und es ist eine ganz wichtige Aufgabe für den Spessarter, der früher seine Köhlermeiler betrieben hat, um schmieden zu können mit Kohle und dann später natürlich Holz gemacht hat. Aber ich gebe dir recht, es ist immer die Frage, wie wird Holz auch gelagert und wie wird Holz auch verbrannt? Und da hatte ich vor einem oder vor 2 Jahren eine große Veranstaltung mit den Schornsteinfegern und mit lauten Fachleuten. Und da waren über 100 Interessierte da, weil das ein wichtiger Punkt ist. Und da ging es auch darum, Zukunft des Heizens mit Holz. Aber soll heute auch nicht jetzt unser Thema sein. Aber ich schaue da in den Chat und da ist der Ingo Steigerwald und da schreibt er uns: Mit Aufforstungen bekommen wir keinen Wald, sondern wieder Ackerflächen für die Holzgewinnung. Also so war es ja, Ackerflächen für Holzgewinnung. Den Getreideacker konnte niemand mehr mit den Ochsen zackern. So war das früher. Und dann ist irgendwie im Abstand genau von 1 Meter eine Fichte gesetzt worden. Und das Ganze hat auch alles nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hat. Aber kannst du was sagen, wie man heute aufforstet? Also zumindest keine Plantagen mehr von Monokulturen. Da hat der Ingo absolut recht. Also deswegen ist auch die Diskussion um die Tesla-Fabrik, die da in Brandenburg entstehen soll und für die tatsächlich viel Wald gerodet wird, aber eben
Also ein Stück weit nicht ganz ehrlich, weil der Wald, der dort gerodet wird, tatsächlich Fichtenmonokultur ist. Also es ist eine, kann man schon sagen, Baumplantage, die da gepflanzt wurde. Ich meine, jeder Baum tut irgendwie weh, wenn er gefällt wird. Aber wenn du auf der anderen Seite dann das hohe Gut hast, dass wir möglicherweise das große Thema Mobilität, all die Fragen, all die Probleme, die wir im Verkehrsbereich haben, dass du die dann lösen kannst und das auch noch in einer strukturschwachen Region, dass du da wirklich tolle Arbeitsplätze hinkriegst, dann muss man das auch wieder gegeneinander abwägen. Und bin jetzt nicht der Fachmann für Aufforstungsfragen, aber was ich weiß und aus den Diskussionen mit den Fachleuten ist, dass wir, wenn wir den Wald Klima, also widerstandsfähiger im Klimawandel haben wollen, dass wir dann auch auf neue Baumarten setzen müssen, aber vor allem auf einen Mischwald. Also die Bäume, die sich gegenseitig unterstützen können und sich und gegenseitig auch nicht in Konkurrenz treten um Licht, um Luft und um Wasser und die Nährstoffe. Das sind die Dinge, die wir aus der Grundschule noch kennen. Wie funktioniert Photosynthese? Hat neulich meine Tochter dritte Klasse im Homeschooling durchgenommen. Da habe ich ganz aufmerksam gelesen und habe gedacht, okay, es stimmt immer noch. Und dann liegt es auf der Hand. Wir müssen das so organisieren, dass der Wald eben ohne, also mit möglichst wenigen dieser Nutzungskonkurrenzen sich auch entwickeln kann. Und dann ist es eben auch, wie schützen wir ihn vor, ja, Fressfeinden? Das schlimmes Wort auch, aber mir fällt jetzt auch kein besseres ein. Eins vielleicht noch, wenn wir so große Monokulturen sehen wie bei uns mit Fichten, Wäldern und Borkenkäfer, der holt sich jedes Jahr 30, 40 Bäume und es wird immer lichter und kahler und es muss ja auch sofort raus, dann ist natürlich in diesen Wäldern ist nicht möglich, dass es eine Naturverjüngung gibt, weil da stehen keine Buchen, da stehen keine Eichen, die die Samen werfen. Deswegen muss man dann natürlich erst einmal nachhelfen, bis man eine gewisse Durchmischung auch wieder erreichen kann. Und dann ist es so, dass die Kinderstube automatisch kommt. Aber jetzt will ich noch was lesen hier. Da schreibt ein Zuhörer, Zuseher, der Hupe, helf. Der Mensch nimmt dem Wild den Lebensraum und als Lösung soll es nun totgeschossen werden. Also ich würde mal sagen, da hat sich die letzten Jahrzehnte nicht viel geändert, außer dass vielleicht ein paar Mountainbiker im Wald rumfahren und die Wanderer waren auch schon unterwegs. Und dass es nun totgeschossen werden soll, da wäre man ja dumm, wenn man das machen würde, weil es Wild genauso zum Wald gehört. Und noch einmal, vor einer halben Stunde haben wir ja gesagt, dass an den Abschussplänen, mir fehlt da jetzt der genaue Fachbegriff, weil ich kein Jäger bin, aber nach dem, was abgeschossen werden muss, das legt nicht der Bundestag und auch nicht der Landtag fest, es legt vor Ort die Kreisverwaltungsbehörde fest. Also es ist nicht so, dass irgendeiner jetzt sagt, und jetzt gibt es irgendwas ganz Neues und es soll jetzt keine Wildsau und es soll kein Rotwild und es soll kein Rehwild mehr geben, sondern es ist dieser Ausgleich. Und Genau. wenn wir ehrlich sind, haben ja manche auch schwer zu kämpfen und zu tun, dass sie überhaupt ihren Abschuss erfüllen. Also von daher ist es nicht so, dass man sich jetzt groß zurückhalten muss. Und irgendwie kommen ganz viele Herzen. Es kann nicht so falsch sein, glaube ich, was ich gerade sage. Ist das richtig, Carsten, oder Die sehe ich Herzen das sehe ich anders? auch. Ja. Jetzt kommt noch Nein, was, nein, du der es hast sagt ja recht. noch was. Die Waldschäden, vielleicht können wir es noch dazu nehmen, die Waldschäden sind hauptsächlich auf den Saatflächen und nicht in der kleinen Privatwäldern. Grund sind die Fehler der vergangenen Jahre in der Forstwirtschaft. Da könntest du was dazu sagen. Also, zum ersten Punkt, das sehe ich ganz genauso wie du. Also, wir müssen das so organisieren, dass es regional gesteuert werden kann. Nicht wir entscheiden darüber, sondern diejenigen, die sich damit auskennen, ne? Und das ist gerade bei solchen Fragen,
Wo ist das Wild unterwegs und wo brauchen wir die naturnahe Verjüngung des Waldes? Das können nur die Fachleute vor Ort entscheiden und deswegen legen wir es in die Hände. Und dann muss man gucken, wie sind die Verfahren, damit es auch alles fair zugeht, damit es dann auch wirklich einen Interessenausgleich gibt zwischen den Jägerinnen und Jägern und auf der anderen Seite zwischen den Waldbesitzenden. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und beides muss miteinander existieren. So ist es in der Natur angelegt und so müssen wir schauen, dass wir die Rahmenbedingungen setzen. Zum Thema Staatswald und Privatwald. Wir haben ein Wildnisziel im Wald. Das haben wir mal in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und in ihren Vorläufern festgelegt. Und das sagt, wir wollen 4% Wildnis im Wald haben. Und dieses Ziel ist noch lange nicht erreicht. Und es wird aber ausschließlich in den Staatswäldern verfolgt. Das heißt, eine pauschale Schelte der Staatsforsten kann ich auch als bayerische Oppositionspartei so nicht unterschreiben. Denn das wird schon verantwortungsvoll gemacht. Wenn es nach mir ginge, würde man das noch schneller machen, dass man tatsächlich mehr Naturschutz im Wald organisiert. Aber unsere Behörden sind da schon, finde ich, auf einem guten Weg. Im Bund macht es das Bundesamt für Naturschutz. Bei uns in Bayern sind oft die Betriebe, die Staatsforsten, da mit dabei. Und die machen sich schon lange Gedanken darüber, wie sieht der Wald der Zukunft aus? Und die machen sich auch Gedanken darüber, wie kann man solche Fragen, Nationalpark im Steigerwald oder Biosphäre im Spessart, wie kann man sowas organisieren? Es sind dann oft die Widerstände vor Ort, die dem entgegenstehen. Also ich möchte so ein bisschen eine Lanze brechen für einen sachlichen Austausch. Die Fragen sind wirklich sehr, sehr wichtig und es liegen auch viele Chancen und Potenziale in den Entwicklungen, die die nächsten Jahre vor uns sind. Ich glaube, es ist es wert, dass man da so ein bisschen aus den Schützengräben rauskommt, dass man miteinander spricht. Für mich als Umweltschützer ist es wünschenswert, dass wir mehr Naturwald kriegen. Wir brauchen einen gesünderen Wald insgesamt, aber ich finde, es ist auch wichtig mit Blick auf Artenvielfalt und auch auf Waldentwicklung, dass wir diese Kernzonen haben. Ich weiß aber auch, dass es da viele Konflikte gibt und die kriegt man nur in den Griff, wenn man miteinander redet. Das machen wir bei anderen Politikfeldern auch und bei dem sollten wir es auch tun. Da schreibt jetzt der Ingo Steigerwald nochmal, Baumrinde und Knospen sind keine Leckerbissen, weil ich das vorhin gesagt habe, dass die sich darüber freuen, die Tiere, wenn junges Naturverjüngung kommt. Es ist eine Notnahrung, weil Reh und Hirsch keine Alternative haben. Herr Steigerwald, wenn Sie uns noch zuschauen, schreiben Sie doch einmal rein. Ich sehe, Sie sind ein Fachmann, woran das scheitert, wo die Alternative war und nicht mehr da ist. Also ich weiß es nicht, gebe ich offen zu. Das kann ich mir nicht vorstellen, Carsten. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Reh und Hirsch sonst für Nahrung auf dem Speiseplan haben, wenn die Baumrinde und Knospen dann die Leckerbissen eben nicht mehr sind von jungem Nachwachsendem. Ich weiß, wenn man anpflanzt, muss man das schützen, ne? Mit Genau. Umhüllungen oder mit Zäunen natürlich, ne? Das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Genau. Und deswegen, also das kann es nicht im großen Stil sein, ne? Also natürlich wird es vor Ort punktuell gemacht und um ganz spezielle Orte zu schützen und das ist auch richtig und gut so, aber du kannst es nicht im großen Stil mit Zäunen lösen und auch nicht mit diesen Umhüllungen. Und es ist nun mal so, wenn wir es nicht schützen, dann werden sie gefressen. Ne? Also aus welchem Grund auch immer. Und wo dann sozusagen die Wurzel des Übels liegt, das steht eigentlich nicht zur Debatte, sondern wir haben das konkrete Problem, dass das halt einfach passiert. Und damit müssen wir uns dann auseinandersetzen. Das nehmen wir mit. Der Ingo Steigerwald hat was geschrieben. Es gibt kaum noch Äsungsflächen im Wald.
Ich kann das nachvollziehen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das gehört auch zum Waldumbau dazu. Waldumbau ist nicht nämlich nur ganz viel vermarktungsfähiges Holz, um das Allermeiste rauszuholen. Ich habe das in Burgsinn gesehen. Das sind nämlich gerade auch diese Flächen mit Freiflächen, mit Biotopen, mit Seen, mitten auf dem Berg Seen. Und wir hatten wochenlang Trockenheit, wochenlang. Und der See war noch voller Wasser. Und das ist so wichtig. Und da sind die Libellen sind geflogen, die Schilfe waren da. Es war ein ganz anderer Biotop, ganz anderer Lebensraum. Und das ist, glaube ich, das, was es ausmacht und was wichtig ist. Und da muss auch die Staatsforsten oder wie auch immer dann verstehen, dass solche Flächen wichtig sind fürs Überleben und nicht sagen, jeder Quadratmeter muss möglichst ein Baum stehen, dass wir den irgendwann fällen und verkaufen, weil der Holzpreis, der ist ja gesunken ohne Ende. Und da ist niemand geholfen. Der Natur schon mal gar nicht, aber im Wirtschaftlichen auch nicht. Dann lieber ordentliche Qualität und auch gewisse Preise erzielen. Ja, Irgendwer das le ist so. lobt uns, dass wir das gut machen, sehe ich gerade. Wir erklären das ganz gut. Und da werden sie zum Feind der Landwirtschaft, schreibt er. Ebenso ist da der Freizeitdruck noch höher. Da werden sie Also, zum Feind der Landwirtschaft. das begegnet mir als Umweltschützer oft der Vorwurf, ne? Da, nicht nur beim Thema Wald und Jagd, sondern beim Thema Insektenschutz haben wir es jetzt auch ganz aktuell, die Debatte. Das ist ein weites Feld und ich kann nur sagen, niemand in der SPD und auch niemand im Umweltministerium sagt, wir müssen die Landwirtschaft zurückdrängen oder bekämpfen oder irgendwas, sondern wir müssen gucken, dass wir es miteinander hinbekommen. Und da gibt es halt etliche Fragestellungen, die man in den Blick nehmen muss. Stichwort Gewässer oder jetzt hier eben dann auch das Thema Waldverjüngung. Das sind Dinge, die man nicht wegdiskutieren kann und die man aber auch nicht sagen kann, wir machen nichts, weil es gut ist, sondern wir sind in einem Zustand, der verbessert werden muss. Und deswegen muss man sich als verantwortungsvoller Politiker auch den Fragen stellen und einfach nur sagen, oh, der bequeme Weg wäre aber, ich warte einfach ab. Und die Bundestagswahl im September, die lassen wir jetzt erst einmal vorbeigehen und danach stellen wir uns den Fragen. Das wäre schlicht nicht ehrlich und auch nicht der Tragweite des Problems angemessen. Wir haben da Handlungsbedarf und ich finde es immer besser, wenn man sich dem Handlungsbedarf stellt. Das kann dann dazu führen, dass man bei der Wahl eine Watsche kriegt, weil es vielen Leuten nicht passt. Dann ist es aber auch so, einfach nur sich hinsetzen und sagen, voller Angst vor der eigenen Courage, wir machen das nicht, halte ich nicht für den richtigen Weg. Und das Thema Waldumbau, sagst du richtig, das ist Ziel muss ein Wald sein, der Platz bietet, auch für das Wild, natürlich. Das Kernproblem ist, dass wir zu wenig Wald haben, aber da wollen wir ja hin, dass es wieder mehr wird. Und so führt dann eins zum anderen. Wir haben ja, du hast mal so einen Schlenkerer gemacht zur Landwirtschaft, ganz, 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 ganz viele Briefe bekommen, wie furchtbar das wir sind und wir machen alles kaputt. Leute, so ist es nicht. Und all das, was mit Landwirtschaft zu tun hat, liegt bei der zuständigen Ministerin. Die Ministerin für Landwirtschaft ist die Bundeslandwirtschaftsministerin. Die heißt Klöckner, Julia Klöckner. Und die entscheidet das. Mit Verordnung und nicht eine Umweltministerin und auch nicht der Deutsche Bundestag. Das ist per Verordnung über die Landwirtschaftsministerin Klöckner. Und dann empfehle ich alle, die uns zuschauen und schimpfen wie die Rohrspatzen über die SPD, über die Umweltministerin Svenja Schulze, schreibt die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner an, weil da ist es aufgehoben und da wird es auch entschieden und sonst nirgends. Habe ich was Falsches gesagt, Carsten? Das ist völlig richtig, zumindest wenn es um die Frage Insektenschutzgesetz geht und Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung. Also alles, was die Landwirtschaft betrifft, da hat Julia Klöckner dafür gekämpft und sich auch durchgesetzt. Alles, wirklich alles, was die Landwirtschaft betrifft,
wird in dieser Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung geregelt und diese Verordnung ist nicht Gegenstand der Verhandlungen im Deutschen Bundestag, sondern geht einfach aus dem Landwirtschaftsministerium direkt in den Bundesrat. Man könnte also durchaus auch dem Markus Söder noch einen Brief schreiben, wenn man möchte. Und dann geht es wieder ins Kabinett und wird dann dort final verabschiedet. Wir im Deutschen Bundestag und Svenja Schulze als Umweltministerin ist für den Teil Insektenschutzgesetz zuständig. Und da ist aber nichts drin, was die Landwirte in irgendeiner Form betrifft, sondern in erster Linie geht es da ums Thema Lichtverschmutzung. Auch ein wichtigeres Thema, als man so denkt. Das hört sich immer so wupp an, also ein bisschen Lichtverschmutzung, ist aber auf die Gesamtheit gesehen dann doch ein großes Problem, wenn man über das Insektensterben spricht. Aber das machen wir heute nicht, sondern Nee. So, jetzt sind wir eine Dreiviertelstunde beieinander fast. Im Chat lese ich auch nichts mehr von meinen Förstern. Die Fragen habe ich dir heute Nachmittag zugeschickt. Das sind ganz viele Forderungen drinnen, die wirklich ins Detail gehen. Die hast du auf dem Tisch. Ich habe sie hier. Also da geht nichts verloren, Gerald Schäfer aus Massenbuch und ihr ganzen Fachleute, ich kenne euch ja gut und ihr macht insgesamt einen tollen Job und ihr habt Herzblut dabei. Und von daher nehmen wir das alles ernst, was hier geschrieben wird, was diskutiert wird. Es ist nicht so, das gilt übrigens für beide Gruppen, dass man sagt, So nee, das ist. ist Blödsinn und das machen. Nee, wir nehmen alles ernst und es wird auch alles diskutiert und nicht nur heute so in der Öffentlichkeit. Wir werden eingeladen. Ich lade dich mal in mein Jagdrevier ein. Der Sehr Kai gut. Niklaus, da kommen wir doch. Wer ist denn damit gemeint? Der Carsten Ja. Dräger und ich oder beide? Da gehen wir zusammen hin dann, so Da gehen klar. wir zusammen hin. Bitte, bitte eine E-Mail schicken und sagen, wer und wo und wo es hingeht. Und dann werden wir das alles sehr gerne machen. Wir haben schon mehrere Einladungen. Das machen wir, da ist ganz viel drinnen, Revierbegänge, verpflichtende Trophäen, schaujährliches Schießtraining, nicht mehr als 3-Schuss-Magazin. Also jeder schreibt da so seine Sachen. Wir werden das alles überprüfen, wir werden das alles auch beantworten und einspeisen. Das ist die SPD transparent und ein Miteinander, so muss es sein. Da hat er recht, der Sunny 2019. In diesem Sinne, Carsten, du Nein, hast das Schlusswort. das möchte ich echt nochmal unterstreichen. Also ist jetzt zwar nicht das Waldthema, aber bei der Kohlekommission, als es um den Kohleausstieg ging, ne, da haben wir die Umweltverbände und die Kohleunternehmen an einen Tisch gebracht. Zusammen mit der Wissenschaft, zusammen mit den Gewerkschaften, zusammen mit den Regionen, die ja auch davon betroffen sind. Wann schaltet man ein Kohlekraftwerk ab? Was passiert mit den Arbeitsplätzen und so weiter? Und es waren ja wirklich die widersprüchlichsten, widerstreitendsten Interessen in dieser Frage. Und wenn man sich erinnert an den Streit um den Hambacher Forst, ja, den Hambi, können wir uns vielleicht noch erinnern, dass sich da manche die Bäume besetzt haben und dann die Polizisten mit allem Möglichen beworfen haben. Das alles war nur ein laues Windchen im Vergleich zu dem Sturm, der sich erhoben hätte, wenn wir diesen Kohleausstieg eben nicht im Konsens, im Gespräch miteinander hingekriegt haben, hätten. Und das ist tatsächlich, da hatte Sani recht, der sozialdemokratische Weg, dass wir um gemeinsame Lösungen ringen. Und es gibt eine ganze Reihe von politischen Fragen, die man so nur gemeinsam lösen kann. Und dafür stehen wir dann, wir als Sozialdemokraten, dann schon. Das ist oft anstrengend und das führt auch dazu, dass irgendwie alle sagen, der Kompromiss, da habe ich mir ja nicht ganz durchgesetzt. Aber langfristig ist das das Einzige, was tragfähig ist. Und das ist sozusagen mein Wort zum Schluss und zum Sonntag. Nur gemeinsam geht's. Ja. Also, und das ist mir tatsächlich wichtig und das gilt auch für die Fragen, über die wir heute gesprochen haben. Prima, prima, lieber Carsten, danke für deine Arbeit, danke für deine Sehr Zeit, gerne. für die Diskussion. Wir machen das wieder. Wir haben demnächst ein paar Begänge. Da warte mal, bis es ein wenig schöner wird. Gell, im April, Mai gehen wir in den Wald zu dem Kai Niklaus nach Oberlauringen und auch sonst sind wir noch eingeladen. Dann nehmen wir die Martina Fehlner mit.
Ich gehe heute Abend in die Stadtratssitzung, habe gerade erfahren, dass die Halle kalt ist, muss mich also warm anziehen, nicht nur in der Politik, sondern auch welche in der Halle. In diesem Sinne, dir einen schönen Abend nach Mittelfranken und liebe Instagram und Facebook und Social Media Gemeinde, demnächst geht es ums Lieferkettengesetz. Habe ich ganz interessante Gäste und dann lade ich wieder zu ein. Danke, alles Gute. Ciao Bernd, danke für die Ciao. Einladung. Bitte, ciao.